Moin Moin, ein Zuhörer von mir heute einmal zu diesem Diagnosegerät. Ist ein bisschen lustig, wenn man drüber nachdenkt. Sie schreiben hier Newer Version 23. Wir sind jetzt schon in 24, aber das ist das Neueste, was Sie auf Ihrer Seite bewerben. Und das Ganze ist ein Diagnosegerät, mit dem wir Fehler im Auto selbstständig auslesen können sollen. Ich werde das gar nicht direkt ausprobieren. Ich werde es einfach mir erstmal nur anschauen von der Art und Weise, wie es gemacht ist. Jetzt gucken wir erstmal, wie wird das Ganze betrieben. Das, okay, es geht nur über das Anschließen anscheinend. Können wir da gar nicht so viel zu sagen. Auf jeden Fall sagt uns das Anleitungsmodell genau, wie, was wir zu tun haben und wie das funktioniert. Wir haben hier die unterschiedlichen Anschlüsse. Die sind meistens hinter diesen Klappen versteckt. Jeder sollte das kennen. Da sind unterschiedliche Modelle eben kompatibel mit. Und dann haben wir hier eben die Möglichkeit, sämtliche Daten selbst uns auszulesen. Hier sind einmal die Fahrzeughersteller. Das ist natürlich eine wichtige Sache mit Toyota, Honda, Nissan, Benz, BMW und Ford. Die sind erstmal die primären, denke ich, die unterstützt werden. Dann ist hier noch der Hinweis, Bugatti und Skoda, Porsche und Volkswagen. Die haben extra Funktionen, aber auch die scheinen kompatibel zu sein. Und dann haben wir im Prinzip wirklich den Datenfluss, den wir auslesen können. Dann haben wir einmal den IM, den OBD und einen Voltmeter. All das ist da ohne Probleme einsehbar. Und so sieht das Ganze dann im Endeffekt aus. Wir kriegen dann auf dem Bildschirm eben entsprechend diese ganzen Angaben mit Hinweisen, wie das Ganze aussieht und können das so dann einmal auch selbst auslesen, falls wir da ein bisschen Probleme haben.